Willkommen zurück zum Technik Talk, der einmal die Woche hier bei uns auf dem Kanal stattfindet. Heute möchte ich euch drei Dinge präsentieren, die wir am Van eigentlich ganz geil finden, aber auf jeden Fall so nicht mehr machen würden. Nummer 1 ist auf jeden Fall unser Korkboden. Den Korkboden finden wir ja an sich ziemlich geil. Sobald es mal kalt ist, passt der Korkboden sich sofort an die Zimmertemperatur an. Und sobald es mal warm ist, bleibt der schön kühl. Außerdem ist es super angenehm, auf dem Korkboden zu laufen. Sieht auf jeden Fall super schön aus mit der Holzoptik. Aber das große Aber an dem ganzen Boden ist, dass wir ihn nicht verklebt haben. Das heißt, wir haben ihn einfach nur ineinander reingesteckt und hier schön verlegt. Was wir auch am Anfang in Deutschland dachten, was völlig okay ist. Aber das große Problem an der ganzen Sache ist, dass wenn jetzt die Sonne scheint, das Ding sich aufwölbt und wir ganz viele große Hubbel hier im Boden haben, was gar nicht cool aussieht und was auch nervig ist beim Drüberlaufen. Beim nächsten Mal würden wir den Boden auf jeden Fall verkleben. An sich ist es nämlich eine coole Sache. Der nächste Nachteil an dem Boden ist, dass er einfach ein bisschen mehr Gewicht hat als ein normaler Linoleumboden. Punkt 2 ist unser Kühlschrank, der ausziehbar ist. Die Idee an sich ist super, dass man den Kühlschrank auf Rollen ausziehen kann und der sonst versteckt ist und wenig Raum einnimmt. Aber das große Problem, was wir an diesem Kühlschrank haben, ist, dass die Rollen, die wir unten angeklebt haben, einfach nicht halten. Die sind uns jetzt schon zweimal abgebrochen. Das bedeutet, dass der Kühlschrank eigentlich nur noch auf dem Boden kratzt, ganz eklige Schlieren hier hinterlässt, ist einfach keine durchdachte Konstruktion. Oder es ist eigentlich eine durchdachte Konstruktion, aber das Problem ist einfach, dass der Boden jetzt gerade kaputt geht. Wir haben gerade keine Möglichkeit, den anders hier zu lagern. Deswegen muss es jetzt einfach so sein, dass er auf dem Boden kratzt und ja, auch beim Fahren jetzt manchmal rausrutscht, weil er einfach nicht mehr auf den Rollen ist und der Verschlussmechanismus nach oben nicht mehr funktioniert. Ich denke, wenn wir jetzt im Sommer nach Deutschland kommen zum Zwischenstopp, dann werden wir hier eine Konstruktion bauen, dass der Kühlschrank auf einem Gestell mit Schwerlastauszügen rauslaufen wird. So wird er den Boden gar nicht mehr berühren und kann trotzdem noch gut benutzt werden. Das einzige Problem, was wir da haben, ist, dass die ganze Sitzbank schon so zugeschnitten ist, dass sie gerade so um den Kühlschrank passt. Vielleicht einen Rahmen, den wir unter die Kühlbox setzen können. Die ist dann eben seitlich mit Schwerlastauszügen befestigt. Wenn ihr da coole Ideen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Punkt 3 sind auf jeden Fall unsere Wandverkleidungen. Wir haben hier 3 mm dünnes Pappelsperrholz verwendet, um Gewicht zu sparen und ja, eigentlich nur um Gewicht zu sparen. Die Sache ist nur die, dass wir die in die Unterkonstruktion getackert haben. Das heißt, wir haben die nicht verschraubt. Und das Problem aus der ganzen Sache ist einfach, dass sich die Tackernadeln gerade alle lösen während der Fahrt und unsere Wände langsam durchhängen. Ja, das hätte man vielleicht auch vorher absehen können. Naja, wir mussten das Ganze jetzt auf die harte Tour lernen und sehen jetzt langsam einfach das Endprodukt aus der ganzen Sache, dass die Wände halt einfach sich langsam ablösen. Hier werden wir in Deutschland auf jeden Fall auch reagieren müssen. Ja, vielleicht werden wir die Wände sogar austauschen, neu ein dickeres Pappelsperrholz nehmen, vielleicht 4 mm oder 6 mm und die dann halt richtig verschrauben in die Unterkonstruktion. Weil so wie es jetzt ist, können wir es auf jeden Fall nicht lassen. Das sieht erstens scheiße aus und zweitens wird uns das Ganze bald auf den Kopf fallen. Das waren eigentlich schon die 3 Dinge, die wir an unserem Van super cool finden, ne? Aber wir würden sie auf jeden Fall nicht nochmal so machen. Vielleicht lernt ihr ja was draus, wenn ihr jetzt gerade euren Van ausbaut und sagt, hey, so ähnlich wollte ich es ja auch machen, aber über dieses Fettnäpfchen, da muss ich nicht reintreten. Danke Walle, danke Sabrina, dass ihr es uns gesagt habt. So viel war es eigentlich schon wieder zu dem Video, das war es eigentlich. Mehr habe ich gerade nicht zu sagen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und ciao.